Da sind wir, oder bin ich schon wieder zurück zu Let's Play God of War und ich lade mich jetzt erstmal auf und danach geht's ab in den Tempel. Den Tempel der Pandora. Also ich finde, die Geschichte ist schon echt genial. Ich stehe sowieso auf so Geschichten mit übernatürlichen Sachen, Göttern und sowas. Ja, außer jetzt hier diese Bibelgeschichte mit Jesus und so ein Zeug. Oh oh. Das war ja klar, dass ich da nicht einfach so reinkomme. Aber hey, damit kann ich auch umgehen. Zwei Trolle, das ist alles? Mein Gott, hätte auch ruhig ein bisschen schwerer machen können. Ja, ist gut, ich weiß, dass ich nicht abwehre. Aber ich drück auf L1. Seht ihr? Habt ihr gesehen? Das bringt nur nichts. Nicht bei diesen Gegnern. Oder zumindest kaum. Dafür rolle ich ja ein bisschen. Klappt zwar auch nicht immer. Aha, ich kann ihn, glaube ich, finishen. Hoffe ich mal. Jo. Okay, das ist so. Ah, verdammt. Egal, versuchen wir es halt nochmal. Komisch. Immer andere Tasten. Ey, warum? Ich hab doch gedrückt. Dann machen wir es halt so. Ach, wo kommt der denn jetzt mal wieder her? Komm schon. Ich krieg auch kalt. Oder euch. Daneben, daneben. 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 Sag ich jetzt immer, wenn ihr daneben schlagt. Meine Güte, ey. Immer diese letzte blöde Taste. Wow, geschafft, hey. So. Einmal schön die Magensäure freigelegt. Ich glaube, wenn wir den besiegt haben, haben wir auch sogar genug Orbs, um endlich mal den Medusenkopf aufzuwerten. Ach, verdammt, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Eben war ich zu langsam und jetzt habe ich die falsche gedrückt. Naja, was soll's. Sah jetzt halt nicht so stylisch aus, aber immerhin sind sie tot. So, jetzt gucke ich mal nach dem Medusenkopf. Nein, 811 haben wir. Wir brauchen 892. Oh. Meine Güte, ey. Der frisst aber ganz schön an Orbs. Okay, aber wir gehen jetzt hier rein und beginnen unsere Prüfungen im Tempel der Pandora. Die erste Prüfung ist, eine ziemlich lange Treppe hinaufzulaufen. Das ist für manche schon echt eine Prüfung. Also ich wäre auch außer Atem, wenn ich dann da oben ankomme. Und wir haben hier eine tolle Kiste. Bitte lass Orbs drin sein diesmal. Nein, okay, eine Phönixfeder, ja, ist auch gut. Nehme ich halt auch die. Ist wieder Energie. Oh, hier steht was anderes. Lass mich raten, da ist ein Gorgonenauge drin. Wow, wer hätte gedacht. So. Dann öffnen wir den Tempel. Also ich schätze mal, dass dieser Mechanismus die Tür öffnet. Ja. Unglaublich. Auf geht's. Oh mein Gott, das sieht schon verhängnisvoll aus. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ah, und Gegner. Naja. Ach, das sind diese Schattenviecher oder diese Bodenkriechviecher. Ja, beide abgewehrt. Unglaublich. Die L1-Taste zahlt sich also doch noch aus. Tot. Aua. Aua. Nicht drauf geachtet. Jetzt war ich zu langsam. Kann man die nicht mit einem Quicktime-Event töten? Das finde ich schade. Aber naja. Ach, Bogenschützen. Euch habe ich schon fast vermisst. So, weg. Tot. So. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist doch nicht eure erste Prüfung, oder? Also wenn das so weitergeht hier, dann habe ich den Tempel ja in 2 Minuten fertig. Bumm. So, ach, das war wieder so ein explodierender Pfeil.
Yeah, und ich kann anscheinend dadurch, aber ich muss vorher ein Buch lesen. Oh mein Gott, das ist eine Prüfung, die kriege ich nicht hin. Ich mag keine Bücher. Egal, aber wir haben jetzt genug, um endlich den Medusenkopf aufzuwerten. Tada, Blick der Medusa. Neue Fähigkeiten, stärker Versteinerungsstrahl, Gorgonenblitz. Sofort versteinern für einen Einzelfeind und Gorgonenblitz in der Luft. Cool. So, jetzt ist, wie ihr das jetzt hoffentlich schon kennt, ist jetzt nicht der hier dran, obwohl er eigentlich sehr wenig braucht, sondern erst wieder das Schwert. Und der braucht sehr viel, 3700. Naja, was soll's. Aber das Schwert ist nun mal mit am wichtigsten. Gut, dann gucken wir mal, was hier steht. Im Buch steht: Dieser Tempel wurde errichtet zu Ehren und auf Befehl des mächtigen Gottes Zeus. Möge der Tapferste die Rätsel lösen und Gefahren bestehen. Ein Mann wird die ultimative Macht erlangen. Es kann nur einen geben, Highlander. Alle anderen finden den Tod. Pathos Verdes der Dritte, Hauptarchitekt und treuer Diener der Götter. Okay. Wir wissen natürlich schon, dass Kratos das alles schafft, weil sonst wird es keine Nachfolger geben. Cool. Ja. Die Ringe der Pandora. Ach ja, die lassen sich drehen, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt bis zum nächsten Speicherpunkt, was natürlich jetzt entweder gut sein könnte oder schlecht. Kann nämlich sein, dass ich gleich schon einmal über den Weg laufe. Dann wäre dieser Teil etwas kürzer. Hier ist eine Tür. Und da, was haben wir hier? Die Tür scheint verschlossen. Die Tür hat eine schädelförmige Vertiefung. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, was da reinpasst. Oh. Das sieht nett aus. Prince of Persia lässt grüßen. Obwohl, bei Prince of Persia war es nie so blutig. Ich möchte nicht gerne... Ah, da ist schon ein Speicherpunkt. Wie viel... Ja, das ist zu kurz. Naja, ich spiele noch ein bisschen. Ich speichere einfach diesmal nicht. Da kann ich nicht durch. Oh, wir sind Gegner. Tot. So. Orbs. Orbs sind immer gut. So, beide tot. Hier, da müssen wir auch was reinstecken. Bevor wir es aktivieren. Ja, da ist ein Schalter, aber ich gucke mich natürlich immer erst um. Das ist nämlich immer am besten. Hier ist Wasser, das heißt, wir können da durchschwimmen. Schätze ich mal. Ah, wir können noch gar nicht tauchen. Genau, das kommt ja erst später noch dazu. Deswegen ist das Wasser für uns erstmal sinnlos. Boah, wo kommt ihr immer her, ey? Aus der Börse der Untoten, oder wie? So, was bewirkt denn dieser tolle Hebel? Okay, er hat die Fallen stoppen lassen und einen Hebel runtergefahren. Ah, ja. Okay. Ja, ich weiß noch so ziemlich, wofür die Hebel sind. Also der Hebel draußen ist dafür, um die Ringe zu drehen. Und der hier schließt, glaube ich, dieses Ding, ne? Ja, genau. Und schießt einen Sonnenstrahl. Genau. Und, ja. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir in dem Tempel machen müssen. Wir müssen jetzt so viele Rätsel lösen, bis wir alle Gänge in den Ringen öffnen können. Und dann müssen wir den Sonnenstrahl aktivieren. Und der schießt dann einen Strahl genau hier durch und trifft dann auf irgend so ein Ding, was uns die Büchse freilegt. Meine ich, hätte ich noch so in Erinnerung, aber naja, wir werden es herausfinden. Sag ich mal so, ne? So, hier haben wir den Kopf. Aber bevor ich jetzt die Ringe verschiebe, gucke ich erstmal, ob hier nicht noch irgendwo eine Tür ist, bevor ich diese verschiebe und dann nicht mehr da reinkomme. Das heißt, ich laufe jetzt ein bisschen im Kreis. Ich hoffe, das stört euch nicht. Schade, mir fällt jetzt kein passendes Lied dazu ein, wenn man so lange läuft. Sonst würde ich es jetzt wieder einspielen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Naja, klappt halt nicht immer. Okay, so wie es aussieht, ist hier keine Tür. Ja, jetzt sind wir wieder am Schalter. Okay, dann drehen wir mal so lange, bis irgendwas kommt, ne? Weil das ist ja auch der Sinn davon. Ja, 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 jetzt drehen wir uns erstmal einen Wolf. Meine Güte. Ah, okay, hier hätten wir schon mal eine Tür.
Genau, da kann ich noch nicht rein, ne? Ja. Gravierungen der Musen, Töchter des Gottes Zeus. Sie sind aus purem Gold. Zwei der Gravierungen fehlen. Ja, es gibt zwei Musenschlüssel in diesem Spiel. Die habe ich beim ersten Durchspielen auch tatsächlich gefunden. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nochmal gelingt. Aber ich habe sie auf jeden Fall gefunden beim ersten Mal durchspielen. Und dann kommt man in einen Raum. Ich verrate euch das jetzt schon mal für den Fall, dass ich es nicht schaffe, die zu finden jetzt in diesem Let's Play. Da kommt man in einen Raum, da kann man sich noch voll aufpowern. Da kriegt man unendlich viele Orbs. Ja, okay, nicht unendlich viele, aber sehr viele. Und ja, das ist toll. Oh, und da kriegen wir eine neue Fähigkeit, wie es aussieht. Dann holen wir uns die doch mal direkt. Artemis. Kratos, die Götter fordern mehr von dir. Du weißt, die Chaosklingen gut einzusetzen, Kratos. Doch sie allein führen dich nicht zum Ziel. Ich biete dir die Klinge, mit der ich selbst einen Titanen erschlug. Nimm diese Gabe und erfülle deine Aufgabe. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Sie haben die Artemis-Klinge erhalten. Ja, die Artemis-Klinge, die ist cool. Artemis-Klinge ein ausschalten, indem Sie L1 plus R1 gedrückt halten. Gehe mit den Göttern, Kratos. Gehe im Namen des Olymps. Marisch. So sieht die Klinge aus. Ziemlich groß. Die haut auch ziemlich rein. Ist aber natürlich, wie man das von Waffen, die stärker sind, als die Hauptwaffen kennt, sie ist etwas langsamer als die Chaos-Klingen. Die habe ich, glaube ich, geschafft, auf die höchste Stufe zu werden. Die Herausforderung des Atlas, ja. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück und dreh mir nochmal einen Wolf. Oh. Weil ich gucken will, ob hier noch eine Tür ist. Wenn nicht, muss ich halt wieder zurückdrehen. Aber was soll's. Man muss ja erstmal ein bisschen die Lage checken, damit man weiß, ob man was verpasst hat oder nicht. Mein Gott, und ich habe Hunger, Leute. Ach, das ist der Eingang, ne? Ja, das ist der Eingang. Ja, okay. Dann drehe ich halt nochmal. Ich drehe und ich drehe. Ich drehe immer noch. Okay, das ist der Gang. Ja gut, dann waren das so ziemlich alle Gänge. Dann drehe ich jetzt wieder, bis ich zu dem Gang komme, wo die Herausforderung des Atlas beginnt. Und mir juckt gerade der Kopf und ich kann mich nicht kratzen, weil ich gerade beide Hände brauche. Ist doof, man muss den Analogstick wirklich so drehen. Oh. Ah ne, das war der Musendings. Ja, man muss den Analogstick genauso drehen, halt fast in der gleichen Geschwindigkeit, in der Kratos das Ding hier dreht. Und das heißt, man muss nicht einfach nur zu einer Seite drücken, wie bei Prince of Persia zum Beispiel. Deswegen ist es ein bisschen mühseliger, aber auch nicht wirklich schlimm. Also das soll jetzt kein Kritikpunkt am Spiel sein, das wäre auch ein ziemlich dummer Kritikpunkt, aber naja. Okay, dann lass die Herausforderung des Atlas beginnen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und das passt perfekt in die Aufnahme. Deswegen speichere ich jetzt und sage auf Wiedersehen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Teil. Ciao.